So, jetzt geht es auch hier Schlag auf Schlag gleich weiter. Und man sieht es schon am Trikot. Jetzt ist Danny Jeske hier, und zwar der neue Trainer von SG Dynamo. Erstmal ein Hallo, Danny. Hallo, Schralle. Hallo, hallo. So, die ganzen Dynamos, die wollen natürlich jetzt was hören. Ne? Also, die sind ja auch schon gespannt hier alle. Danny, erstmal hast du deine Person überhaupt, dich mal vorzustellen, wie alt du bist, wo du deine Station hattest, wenn du dort mal so eine kleine Visitenkarte abgibst hier. Ja. Deine neuen Fans. Naja, in Schwerin war ich ja noch nicht so oft. Das ist das erste Mal, dass ich in Schwerin bin. Ich bin 31 Jahre alt, komme gebürtig aus Wismar, wohne auch da zurzeit in der Nähe von Wismar, habe da ein schönes Haus. Und meine bisherigen Positionen bzw. Vereine waren Großstieten, da war ich auch Spielertrainer, Anker Wismar, Schönberg, und zwischen diesen drei Mannschaften habe ich eigentlich immer hin und her gewechselt. Jetzt kam, ich sag mal so im Winter, kurz vor Weihnachten, kam Uwe auf mich zu. Ich saß auch schon mit Uwe öfters mal zusammen. Da frage ich vielleicht mal gleich, also, bevor du dort anlegst, wollen wir ja keinen Monolog so, machen. Zumindest ich kenne dich ja noch als Spieler, du bist ein Riesenspieler. Gleich mal die erste Frage, darfst du auch spielen für die SG Dynamo? Also ich bin spielberechtigt. Bist spielberechtigt, gut. Das hat mal so als erste Frage. Die zweite ist, hast du vielleicht noch mal so ein Wort? Ich weiß, es ist ja im Verein nicht immer ganz so einfach, wenn man auf der Erfolgswelle, wo du jetzt gerade warst, willst du da vielleicht noch mal an die Schönberger oder an einen ehemaligen vielleicht noch mal ein Grußwort sagen? Wäre vielleicht, ja. Oder ist das total abgehakt? Nee. Ich war gestern auch noch mal beim Turnier in Bützow bei meinen alten Jungs. Schönberg 2 war wieder da, und wir haben auch ständig noch Kontakt, und wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Mit der Mannschaft ist alles okay. Das schaffen die auch ohne mich. Das habe ich in den anderthalb Jahren so hingearbeitet, dass sie das ohne mich schaffen. Ne? Da ist eine gute Struktur drin, und ja, mit dem Verein, was dann nachher im Ende gelaufen ist, gut, dazu will ich nichts sagen. Das ist halt Fußball, das ist nun mal so, wie man, wenn man mich kennt, ich entscheide aus dem Bauch heraus, das ist manchmal vielleicht kurzfristig, aber wenn ich kein Gefühl mehr so richtig spüre, dann muss ich mich halt was anderes umgucken, und das ist jetzt nun mal das Projekt Dynamo, und da will ich auch was erreichen, und ich bin sehr ehrgeizig, und wir haben auch ehrgeizige Ziele, und das hat mir gefallen. Aha, gut. Dann hätten wir das auch mal so, wir versuchen mal chronologisch weiterzugehen, und dann kam der Anruf jetzt mal von Uwe Brauer. Ich will noch mal sozusagen, sag mal das Geheimkonzept, ich meine, das ist schon irre, ich habe ja deine Mannschaft ja gesehen, Durchmarsch praktisch von der Landesklasse und jetzt eigentlich die Landesliga West aufgemischt, hätte ich nicht ganz so erwartet, aber ich habe eben auch Spiele gesehen von euch, also Riesenkompliment, also muss ich sagen, deine Philosophie, erklär dir mal den neuen Fans vielleicht mal. Wo stehst du? Also in Schönberg war das ja so, vor anderthalb Jahren standen wir auch am Abgrund, sage ich mal so, mit der zweiten Mannschaft. Ich habe damals Zettel gehabt vor mir liegen, standen 6 Namen drauf. Dann habe ich mich ein bisschen gekümmert mit ehemaligen Mannschaftskollegen und so hat alles. Auch von Anker rübergelotst, mit Tom Körner zusammen auch was aufgebaut. Und ich muss ehrlich zugeben, das ist nicht mein Verdienst nur gewesen, da was da entstanden ist. Das haben die Jungs sich erarbeitet. Wir waren regelmäßig fast 16 bis 14 Leute beim Training, und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das wollen wir bei Dynamo auch schaffen. Und ja, mal sehen, ob wir es anpacken können. Spielerisch, die jetzige Mannschaft von Dynamo kann da nicht mithalten. Das ist klar. Das ist auch jedem klar bei Dynamo. Ne? Aber ich will den Mannschaftsgeist irgendwo wiederbeleben. Und wenn wir zusammen anpacken, dann schaffen wir auch, dass wir nicht absteigen. Gut. Sag mal, wann fängst du mit der Vorbereitung an? Ja, nicht. Auf was können sich auch die Jungs darauf einstellen? Also gibt das erfahrene Spieler dabei? Ob Jan Grüne, Jan Grube oder wie auch immer? Denke, auf was können sie sich jetzt, sag mal, werden das anstrengende Wochen? Also ich stehe eigentlich dafür, dass ich viel spiele mit Ball, aber zurzeit sind die Mittel in Schwerin nicht so gegeben, sag ich mal so. Wir haben uns jetzt eingemietet in Langau auf dem Kunstrasen. Sehr schwere Trainingszeiten, abends 20.30 Uhr erst. 19.30 Uhr treffen wir uns aber schon, dann gehen wir schon eine Stunde laufen in Schwerin. Ich will natürlich auch mal ein bisschen Schwerin kennenlernen. Dort war ich ja nicht in Schwerin, wenn die mir sagen, wo los, die herkommt, Friedrichsthal und so, ich weiß gar nicht, wo das ist. Oh, schöne Berge und Hügel, kann ich dir wärmstens empfehlen. Ja, meine Lieblingsstrecke. Ich werde das jetzt kennenlernen. Ne? Ich hoffe, du kannst ja mal ein paar Strecken zeigen. Ja, das kriege ich hin. Ne? Da werden sich die Freunde, Jungs. Also, gar keine Frage. Wir fangen nächste Woche an mit Training. Offiziell draußen, das Trainingsauftakt am Dienstag. Da bitte ich alle Jungs zum Training. Und dann trainieren wir Dienstag, Donnerstag, Freitag gleich mal. Freitag kommt ein Fitnesstrainer.
der will die Jungs gleich mal hart rannehmen, dass wir zum Wochenende platt sind, weil wir da noch kein Freundschaftsspiel haben. Und dann geht's jedes Wochenende haben wir ein Freundschaftsspiel bis zum Saisonstart. Mhm. Es sind zwar nicht so die überragenden Gegner, aber es sind Gegner, die zwar eine Klasse tiefer spielen, aber Freundschaftsspiele sind ja nun mal da, ist jetzt nicht ergebnisorientiert, aber sich kennenzulernen und einzuspielen und auch die Jungs sehen, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Schwächen. Mhm. Gut, ist mal so zum Sportlichen. Jetzt frage ich mal so, ich meine, das ist für einige ist das ein rotes Tuch, Dynamo, für die anderen ist es der Verein überhaupt in Schwerin. Ja, das ist gar keine Frage, haben wir auch eine riesen Tradition. Spürst du das eigentlich, hier sind ja auch ein paar Fans irgendwie, diesen Mythos, sage ich mal, Dynamo, spürst du das irgendwie? Ich meine, alle erzählen sonst immer nur von Manarattu, du hast ihn auch kennen, der ist ja leidenschaftlich und noch mehr, aber spürst du das schon irgendwie so? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch heiß auf die Rückrunde. Erstes Spiel natürlich gleich in Schönberg. Es wird natürlich ein sehr emotionales Spiel. Habe ich auch gehört, dass viele Schweriner uns unterstützen werden. Und das wird sehr brisanter. Ich hoffe mal, ich spiele auf dem Kunstrasen, weil da ist dann noch enger, die Fans sind noch enger am Spielfeldrand. Und meine Mannschaft wird auf jeden Fall heiß sein. Der Gegner, meine Ex-Mannschaft wird auch heiß sein. Die wollen mich unbedingt schlagen, die wollen die Serie weiter ausbauen. Ich habe auch zu ihnen gesagt, die werden auch Meister, da soll nichts anbrennen, die dürfen nur nicht den Faden verlieren. Klar, jetzt wenn wir natürlich mit Dynamo im ersten Spiel einen Punkt oder die schlagen sollen, dann sind sie natürlich gleich vielleicht eventuell gekränkt. Aber wie gesagt, das ist die Zukunft, wir wollen uns von Woche zu Woche steigern bei Dynamo. Ja. Und ich hoffe mal, wir werden auch noch Fans dazu gewinnen. Das hat man, das kommt mit dem Erfolg automatisch, immer mehr Leute dazu. Wir wollen auch wieder alte Leute, die früher mal zugeguckt haben, wieder zurückgewinnen. Und ja, ich hoffe, jeder findet Sonntag mal da Pauls Höhe. Und einfach uns anzufeuern. Das haben die Jungs verdient, das wollen wir jetzt auch im Trainingsstamm. Die werden auf jeden Fall alles geben. Also ich kann dir eins versprechen, nach dieser Ansage, die du eben getätigt hast, ja, und die Fans das auch dann hören, die kommen in Scharen, verspreche ich dir. Und die werden euch ganz schön. Das ist erstmal auf jeden Fall, also man merkt richtig, dass du heiß bist. Erstmal im Winter, es sind ja 1, 2, 3 Stunden gekommen, ja, da hatten wir auch veröffentlicht. Ist da noch irgendwas in Planung oder kannst du vielleicht eine Neuigkeit eventuell schon mal preisgeben? Na, aktuell haben wir 5 Neuzugänge. Marcel Grube, ja. Andreas Hank, beide vom Brühl, zurückgekommen, alte Wirkungsstätte. Figo konnte ich wieder zurückgewinnen. Ich habe ihn wieder ein bisschen gekitzelt, sag ich mal. Er hat das alte Blut, Dynamo-Blut, will das auch wieder, das ein bisschen entfacht. Und das Feuer. Und ja, er will halt mithelfen. Das halt, Dynamo, muss man ehrlich zugeben, aktuell Platz 9. Als wir erstes Spiel in Schwerin gespielt haben, mit meiner alten Mannschaft noch in Schimmel, habe ich gesagt, da waren die so schlecht, sag ich mal. Wir waren Aufsteiger, kann ich die Liga auch noch nicht so, dass das Maß so ist. Ja. Und wusste ich auch nicht, dass wir so durchmarschieren. Da habe ich gesagt, die gewinnen nicht ein Spiel. Und danach haben die natürlich 5 Spiele sehr wichtige Punkte geholt auch. 5 Siege. Ja. Und dadurch stehen wir jetzt zurzeit noch richtig gut da. Jetzt sind nur 2 Punkte auf dem 9. Und ja, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen abgedriftet, ich sag mal so. Aber André Mathé haben wir noch vom FC Mecklenburg geholt. Daniel Schill von 7 Bäumen. Den wollte ich auch damals auch zu Schönberg holen und so, hat alles nicht so geklappt. Studiert in Wismar, ist auch ein guter Freund geworden für mich und wie gesagt, den konnte ich auch begeistern für Dynamo Schwerin. Er will den Osten auch mal kennenlernen, auch Schwerin gleich in der Landeshauptstadt, will auch mal seinen Stempel so ein bisschen aufdrücken hier. Mal gucken, ob das was wird, es liegt an ihm. Genug. Hab schon gehört, dass er ein guter sein soll, aber erzähl mal. Ja. Die Wahrheit steht immer auf dem Platz. So ist es. Ja, und wie gesagt, ich bin ja auch als Neuzugang offiziell. Ich will ja auch noch ein bisschen kicken. Muss ich auch erstmal noch, denke ich mal. Die Jungs wollen das auch, denke ich mal, von Dynamo. Und ja, denn ein Torwart steht noch ein bisschen in der Schwebe, sage ich mal so, auch für den Trainingsbetrieb und dass er leicht ein bisschen Druck macht. Ja. Ja, und dann kommt vielleicht noch 2, 3, muss man sehen. Also da will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Das werden wir vielleicht Ende der Woche bekannt geben, nächste Woche. Aha, kann sich Schwerin oder beziehungsweise Dynamo-Fans noch freuen. Das hört sich an. S-Sport freut sich auch über diese Nachricht an. Ja. Gar keine Frage. Ja, das kann gespannt sein. Wir waren bei Dynamo. Was wollte ich jetzt? Eine wichtige Frage hatte ich eigentlich noch. Also über den Stich ist klar. Achso, wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt Dynamo-Trainer bist? Jetzt kannst du mal so reden, ob das Uwe oder wer das auch immer gewesen ist. Wie ist es? Ja, ich sag mal nicht unbedingt immer Tabellenerster und den Trainer. Da denkt man ja. Ja, sicherlich. Es war eine schwere Entscheidung, weil ich auch mir da was aufgebaut habe und die Mannschaft steht, meine Ex-Mannschaft stand auch 100% zu mir und es waren auch Freunde mittlerweile dazu und ich habe auch alles, wenn ich eine Sache mache, es war auch damals bei Anke, es war bei Groschieden, dann stehe ich auch zu 100% dahinter. Ja. Das wird jetzt bei Dynamo auch so sein. Das andere ist Geschichte und jetzt ist nun mal Dynamo dran. Und der Uwe hat dich jetzt angerufen? Uwe hat mich angerufen, wir haben uns zusammengesetzt mit dem Frank zusammen und dann haben wir gequatscht über die Zukunft auch, was vielleicht mit Dynamo und Schinkorn, was wir vorhaben und das sind hohe Ziele, sicherlich,
Aber es sind Ziele, die man erreichen kann, wenn man dafür arbeitet und wenn alle an einem Strang ziehen. Ja, okay. Und ja, sicherlich. Jetzt ist erstmal vom Tabellenersten, alle denken, der hat einen Schuss oder so, aber vielleicht ist es auch, ich brauche eine neue Herausforderung. Ja, alles gut, das ist, also du bringst das auch klasse rüber, muss ich sagen, du passt auch dazu, muss ich sagen, auch gerade zu der Trainer-Ikone Manfred Rettke, den kenne ich ja nun auch ewig, hast du mit denen ja auch schon öfters mal gesprochen, ne? Das ist ja auch ein ehrgeiziger, ein ja, Motivator vom Herrn, sag ich mal, und ja, wie findest du ihn so persönlich? Ja, Mann, er fährt schon, ne? Bloß das Problem ist, es gab halt in den letzten Jahren viele Streitigkeiten und sowas alles, weil Manne halt auch viel versucht hat und sowas, alte Dynamo hochzuhalten. Jetzt ist es halt nicht mehr Dynamo und gleich Manne. Jetzt sind das viele, viele Köpfe, die entscheiden, ja. Auch viele, die ein bisschen Erfahrung reinbringen, auch viele, die Kontakte haben und wir wollen Manne da auch ein bisschen unterstützen. Und alleine schafft man sowas nicht. Ja. Das habe ich gesehen bei Schönberg 2, da habe ich auch fast alles alleine gemacht, sag ich mal so. Und umso höher man kommt, umso schwieriger wird das. Man investiert auch unmöglich viel Zeit dafür und sowas alles. Ich frage jetzt nachher, ob es das überhaupt wert ist. Ja, ja. Aber wie gesagt, hier in Schwerin ist so viel Potenzial, auch die Mannschaften, auch die Fans und sowas. Alle Jahre spricht man darüber, Schwerin hat was verdient, Höherklasse zu spielen und sowas. Vielleicht sind wir ja da mal jetzt in Zukunft vielleicht mal die Mannschaft, die vielleicht mal ein bisschen höher kommt. Ja. Wir wollen auf jeden Fall den Gegnern Pampo und FCM ein bisschen Parole bieten. Okay, also das ist auf jeden Fall, ich sag, eine Riesenansage auch von dir und ich finde das gut. Vor allem belebt das auch erstmal die Landesliga West. Ja, die freuen sich nämlich auch schon. Ich habe gerade hier mit Henry auch gesprochen. So über die ganze Geschichte und vor allem dürfen sich natürlich die Fans freuen. Dafür, ja, und ich wünsche dir dafür alles Gute. Ich weiß, dein Ding ist es nicht mehr unbedingt, du bist lieber auf dem Platz und agierst. Aber vielen Dank für die offenen Worte. Ja, und wir werden noch reichlich hören voneinander. Ne? Und ich wünsche dir natürlich nicht nur Glück, sondern vor allem viel Erfolg. Ja, danke. Ne? Danke. Okay, danke. Die ersten Spiele waren schon mal gut. Ja, ist gut. Das ist gut. Das habe ich dir gar nicht gefragt.